Während der letzten Tage in Basel hatte er noch einen Prolog zu einem Hörspiel von Axel Eggebrecht geschrieben. Dann gibt es nur eins. Ein Manifest, das wir heute als sein Vermächtnis lesen. Du Mann an der Maschine, wenn sie dir morgen befehlen, sag nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch, wenn sie dir morgen befehlen, du Besitzer der Fabrik, du Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden, du Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Hasslieder singen, du Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein. Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten. Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt nein! Mütter, sagt nein! Ich schreibe sehr oft in mein Buch hinein, Friedensbrücken bauen durch die Welt. Ich weiß, das ist eine Utopie. Das weiß ich. Aber ich würde mir wünschen, dass wenigstens ein Teil dieser Utopie Wahrheit werden würde. Dieser Schrei nach Frieden, dieses Gefühl, das damals der Borchardt, dieser junge Mensch hatte. Was hat man mit den Menschen angefangen? Man schießt auf einen, der einem nie etwas getan hat, von dem man nichts weiß. Das ist doch etwas völlig Unnatürliches. Das kann man doch gar nicht begreifen. Weder mit seinem Herzen noch mit seiner Ratio. Das kann man nicht begreifen. Es ist unbegreiflich, dass Menschen das tun. Und dagegen muss man immer sprechen. Und wenn man so einen jungen Menschen sprechen lässt, aus meinem alten Munde, dann sieht man, dass die beiden Generationen doch sich sehr gut finden können, wenn sie beide das Gefühl haben, Friede. Gibt es einen Lieblingstext von Borchardt, den Sie mit Vorliebe immer wieder lesen oder sprechen? Sein Manifest ist mein Lieblingstext, weil das den Menschen am meisten berührt, am meisten anpackt. Ich habe es ja erlebt damals auf dem Heiligen Geistfeld, wie diese Masse Mensch aufgestanden ist, nachdem ich zum dritten Mal gesagt habe, dann gibt es nur eins, sagt nein. Wie die Masse Mensch aufstand und gesagt hat, dann gibt es nur eins, sagt, und sie schrien aus einem Mund, sagt nein. Ist doch ungeheuerlich. Während der letzten Tage in Basel hatte er noch einen Prolog zu einem Hörspiel von Axel Eggebrecht geschrieben. Dann gibt es nur eins. Ein Manifest, das wir heute als sein Vermächtnis lesen. Du Mann an der Maschine, wenn sie dir morgen befehlen, sag nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch, wenn sie dir morgen befehlen, du Besitzer der Fabrik, du Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden, du Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Hasslieder singen, du Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins. Sag nein. Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten. Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt nein! Mütter, sagt nein! Ich schreibe sehr oft in mein Buch hinein, Friedensbrücken bauen durch die Welt. Ich weiß, das ist eine Utopie. Das weiß ich. Aber ich würde mir wünschen, dass wenigstens ein Teil dieser Utopie Wahrheit werden würde. Dieser Schrei nach Frieden, dieses Gefühl, das damals der Borchardt, dieser junge Mensch hatte. Was hat man mit den Menschen angefangen? Man schießt auf einen, der einem nie etwas getan hat, von dem man nichts weiß. Das ist doch etwas völlig Unnatürliches. Das kann man doch gar nicht begreifen. Weder mit seinem Herzen noch mit seiner Ratio. Das kann man nicht begreifen. Es ist unbegreiflich, dass Menschen das tun. Und dagegen muss man immer sprechen. Und wenn man so einen jungen Menschen sprechen lässt, aus meinem alten Munde, dann sieht man, dass die beiden Generationen doch sich sehr gut finden können, wenn sie beide das Gefühl haben, Friede.
Gibt es einen Lieblingstext von Borchert, den Sie mit Vorliebe immer wieder lesen oder sprechen? Sein Manifest ist mein Lieblingstext, weil das den Menschen am meisten berührt, am meisten anpackt. Ich habe es ja erlebt damals auf dem Heiligen Geistfeld, wie diese Masse Mensch aufgestanden ist, nachdem ich zum dritten Mal gesagt habe, dann gibt es nur eins, sagt nein. Wie die Masse Mensch aufstand und gesagt hat, dann gibt es nur eins, sagt, und sie schrien aus einem Mund, sagt nein. Ist doch ungeheuerlich.